Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Schärpen. Die können wir weghauen, aber die andere ist spannend. Die behalten wir uns, okay? Zwei Ringe, zwei Handschuhe, zwei Ketten, ein Gürtel. Und die Waffen. Zwei Ringe. Zweimal Amulett. Zwei Handschuhe und ein Gürtel. Beste Funktion, die muss ich öfter nutzen. Und zu guter Letzt noch die Weapons. Ja, das ist eine Oh, manchmal hätte ich gern so ein, wie man in manchen Spielen hat, dass man zweites Waffenset nutzen kann, wisst ihr? Den hauen wir weg. Den hauen wir auch weg. Weg. Ich behalte die Armbrust jetzt mal. Ich behalte sie mal. Also Zauberstab, Bogen, Axt und Keule. Zauberstab, Bogen, Axt und Keule. Ausgleich. Dankeschön. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, weil ich glaube, wir haben noch relativ viel Cash. 45.000 und 50.000. Weil dann würde ich mir ganz gern nochmal so heiliges Wasser gönnen. Vielleicht sogar zweimal. Mit denen kann man ja dann früher oder später Tränke erstellen, die dauerhaft wirken. Also die sind echt wertvoll. Okay, er hat keinen. Oh, gleich mal speichern, Freunde. Okay, auch nichts. Haufen Runen. Die haben wir damals wie blöd gekauft im ersten Teil. In dem Teil mache ich es jetzt erstmal nicht. Es ist ja auch noch der erste Akt. Wir können da relativ entspannt, denke ich, rangehen. Bisher haben wir alles gemeistert und das in der höchsten Schwierigkeitsstufe. Von daher mache ich mir jetzt da mal keine Gedanken. So, hast du... Du hast noch eins. Okay, let's go. Passt. Okay, Freunde. Das war ja ein Spaß, du. Dann würde ich sagen, beenden wir den ersten Akt. Oder? Haben wir ja am Ende noch gut hinbekommen. Es war, ich gebe zu, er hat ein bisschen Fadenbeigeschmack. Ich gebe zu, da habe ich es ein bisschen verschissen an manchen Stellen, aber... Ja, woher willst du es auch wissen, gell? Woher willst du es auch wissen? Ich meine, wenn die... Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber wenn natürlich... Wie in den anderen Spielen mehr Leute Tipps geben würden, wäre uns das vielleicht nicht passiert. Aber es ist, wie es ist. So, jetzt, let's go. Let's go. Okay. Ich dachte kurz, das Spiel verreckt uns wieder. Chaos sei Dank, wir haben es geschafft. Das war sehr riskant, Mensch. Es ist keine leichte Aufgabe, aus Samuels Zitadelle zu fliehen. Aber bevor du dich zu lange ausruhst, denke dran, dass wir immer noch einen Fluchtweg aus dieser Welt finden müssen, Diener des Lichts. Ich lese euch das jetzt ganz kurz nochmal vor, weil es ist ein paar Folgen her. Das könnt ihr auch einfach überspringen, wenn ihr jetzt keinen Bock habt. Was ist mit Samuel? Er kommt garantiert wieder. Dämonen sind unerbittliche Bastarde. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen auf jeden Fall versuchen, so weit wie möglich von hier wegzukommen. Danach müssen wir einen Weg über die Lavaströme finden, die diese Insel umgeben. Wie heben wir den Fluch auf, der unsere Seelen verbindet? Ich weiß, dass es für uns beide unbequem ist, aber wir können nur voneinander getrennt werden, wenn wir einen Weg zurück nach Rivellon finden und meine ehemalige Herrin aufspüren. Okay, Freunde. Speichern wir mal. Flucht.
Zusammen mit meinem Begleiter muss ich einen Weg finden, um diese Welt zu verlassen und nach Rivellon zurückzukehren. Dort könnte das Band zwischen mir und dem Todesritter gelöst werden. Also wir sind noch nicht raus. Bisher keine Monster getötet. Es ist nur einer von vielen Bugs. Ich reg mich da nicht mehr auf, Freunde. Ihr seht, wir können auch nicht mehr an unseren Ort der Begierde zurück, an dieses Schlachtfeld. Müssen wir uns jetzt damit abfinden. Let's go. Also, können wir gemeinsam... Was ist hier unten? Ich hätte gerne meine Map wieder. Okay, also die Map sieht schon mal nice aus. Es sieht definitiv... Was ist das? Ein Mutant. So. Da ist noch ein Mutant. Es läuft nicht gerade flüssig. Okay. Der war erst freundlich, der Tiber. Jetzt ist es nicht mehr. Das sind dann quasi die Katzen der Hölle. So, wie in Divine Divinity. Tötest du einen, musst du alle töten. Die klingen wie Kaninchen. Alter. Wir waren halt eigentlich tot. Freunde, auf eine Sache stehe ich immer noch nicht, und zwar, wenn ihr einfach weglauft. So. Okay, hier müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Wahrscheinlich kriege ich nachher noch richtig Ärger dafür, dass ich die einfach umgebracht habe. Wir haben Mutanten gekillt und Tiba gekillt, okay. Es läuft nicht flüssig, Freunde. Es läuft nicht flüssig. Es ruckelt gewaltig. Was ist das hier? Ein Steinbeißer. Ist das so eine Art Gürteltier oder was? Nice. Ich liebe Zeitlupenkämpfe. Nichts ist so nervig wie Viecher, die weglaufen. Hier in den Käfigen ist nichts, oder? Zurückgehen können wir auch nicht. Hier sieht man noch die Sprache, die wir nicht übersetzen können. Und bisher hat sich dieses Land als nicht gerade freundschaftlich oder wirklich erwiesen. Ich glaube, wir sind auch noch in der Hölle. Ja, und das größte Problem ist dadurch, dass wir hier mal so kleine Löcher... Oh, was bist du? Oh, wow. Oh, wow. Na, dann bleib bei ihm. Oh, komm, was sind das für Scheißviecher? Ich bitte euch, entweder lasst euch töten oder ihr lasst mich in Ruhe. Oh, ich hoffe, dass wir schnell auf einen Händler treffen. Wenn jetzt hier genauso gelootet wird wie in den anderen Leveln. Er kann die Schärpe fein tragen. Just saying. Just saying, Freunde. Okay, 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 okay. Also, wie weit geht es denn? Oh Gott. Echt ein großes Problem mit diesen Banditen.
unnötig. Wegen diesem kleinen Scheißer hier, gell? Oh, was? Oh Gott im Himmel, Alter, was ist denn los? Stellen wir uns jetzt ein bisschen an, oder was? Geh ich woanders hin? Leckt's mir am Arsch. Diese blöden Viecher, ohne Witz. Hast du gerade wirklich versucht, den zu treten? Okay, die Baumstämme kann man anscheinend anklicken. Die Baumstämme könnten eventuell Gegenstände enthalten. Hier. Hast du Bock? Nein, 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 nein. Auf die Mutanten, jawohl. Es wäre irgendwie nice, wenn man so ein bisschen wüsste, wo man ist. Also wo man... Ja, okay, wir sollen nach Rivellon. Ist soweit klar, aber wo sind wir? Wir sind außerhalb von Samuels Herrschaftsgebiet. Nice. Das war nice. Aber was ist das hier? Ich kann momentan eigentlich nur spekulieren, dass das irgendwie eine Art Hölle ist. Also so ein, ja, wir sehen ja auch überall Leichen von Imps. Es könnte natürlich auch so ein bisschen ein Pendant zum Ödland sein, könnte auch sein. Aber ich glaube, primär ist es so eine Art Hölle. Also so eine Vorhölle. So, da kommt ein Steinweißer. Wow, was? Warum hat er mich denn gerade gewone-hittet? Habe ich das gerade nicht im Blick gehabt? Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit mir? Alter, Vatern, ey. So, komm hoch. Komm hoch. Da kommt der Mutant. Die Mutanten sehen so ein bisschen aus wie die Haustiere von Iona. Noch ein Tiber. Nee, 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 hier bleiben, hier bleiben. Lasst euch ja nicht zu weit locken, Freunde. Boah, wenn das auch noch so ruckelt, gell? Dann macht es richtig Spaß, das Game. So, gönnen wir uns eine kleine Pause. Ja, es war ja schon mal ein ganz stabiler Anfang. Es gibt zumindest gute Erfahrungen, dass wir hier sind. Ich kann leider noch nicht einschätzen, in welche Richtung wir auch gehen sollen. Okay, wir müssen viel... Wir müssen entkommen, ja. Ja, okay. Ist klar. Igitt, was für ein Gestank. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was einen solch widerlichen Gestank verursachen kann. Riecht ja schlimmer als du. Schlimmer als ich? Todesritter stinken nicht. Deine Verwirrung kommt wohl von dem Verwesungsgeruch aus deinen Stiefeln. Das Geile ist, die können sich ja ärgern, wie sie wollen, weil...
Sie können sich gegenseitig nicht umbringen. Sind das die Serana? Von denen immer die Rede war? Oh nö. Oh nö, Freunde. Nö, 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 nö. So nicht. Nee. Nee, echt nicht. Echt nicht. Brauchen wir gar nicht anfangen so. Komm, komm. Abilities, Abilities. Und tschüss. Nee, also echt nicht. Unsere... Wow, 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 wow. Ach, wir treffen einfach mal wieder nichts. Das ist der Punkt. Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Es liegt nur mal wieder an unserem miesen Aim. Ich dachte, dass der Typ gerade so viel aushält. Aber obwohl wir in Zeitlupe schlagen, treffen wir einfach absolut gar nichts mehr. So, hier. Den Baumstumpf unten könnten wir übrigens nutzen, um zumindest ein paar Sachen abzulegen, falls wir überladen sind. Das können wir machen. Mir gerade noch unschlüssig, ob ich eher nach oben gehen möchte oder eher nach unten. Okay. Der stirbt gleich. Schön. Die klingen wirklich des Sterbegeräusches 1:1 wie die Kaninchen in Divine Divinity. Das ist 1:1 dasselbe Geräusch. So. Das sieht mir vielleicht nach einer Art Ausgang aus, oder? Wow, was? Ja. Fast. Fast ein Ausgang. Okay, da sind heftige Magier mit irgendwelchen Eiszaubern. Also entweder locken wir die einzeln hoch oder keine Ahnung. Schauen wir uns erstmal hier links um. Schauen wir uns erstmal hier links um und schauen, dass wir hier ein Stückchen weiterkommen. Hier ist dieser komische Rüssler. Genau. Zwei sogar? Drei sogar. Dieses ganze Drecksungeziefer in dem Wald, gell? Hey, unser Aim ist so unfassbar schlecht. Das ist ja wirklich, das ist ja manchmal... Ach Gott. Und dann hakelt es auch die ganze Zeit so. Es ist ja, naja. Oh. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel ein absoluter Trauerfall im Gegensatz zum ersten Teil ist? Schön. Schön. Ja, komm, die ganzen Mutanten, die kriegen wir easy weg. Jawohl.
Schön. Jetzt haben wir hier ein bisschen Gold, okay? So, wir gehen quasi einmal um Samuels Gefängnis rum. Jawohl. So, jetzt kommt er nicht mehr weg. Jetzt ist er gefangen. Jetzt ist er gefangen, jawohl. Schön, 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 schön. So, Heiltrank und kleiner Heiltrank, nehme ich alles? Nehme ich alles?